Die Stadt Herzberg Elster und World United Amateur Powerlifting präsentieren die Weltmeisterschaft im Bankdrücken und im Kraftdreikampf vom 26. bis 29. September in der Elsterlandhalle. Täglich ab 10 Uhr. Eintritt frei. Kraftdreikampf beinhaltet die Disziplin Kniebeugen, mit der man beginnt. Dann kommt das Bankdrücken und zum Schluss, wo sich manche Wettkämpfe entscheiden mit dem letzten Versuch, das sogenannte Kreuzheben. Ja, ich bin eigentlich durch Zufall dazugekommen, dass ich in einem Bundesliga-Wettkampf mal beim AC Laucher mal zugesehen habe und da mich irgendwie inspiriert fühlte, irgendwas für meine Fitness zu tun. Früher habe ich Leichtathletik und Fußball betrieben und mit den Jahren wollte ich mal aus der Mannschaftssportart weg und bin dann einfach mal ins Fitnessstudio nach Laucher mal gefahren bzw. zum Verein und hat mir eigentlich relativ gut gefallen und das seit 1997 so in etwa war es, glaube ich, in der Zeit, wo ich dann auch langsam mich daran getastet habe und auch dann ab 2000 Wettkämpfe bestritten habe auf kleiner Ebene bis dann hin zu entsprechenden Meisterschaften. Die Stadt Herzberg Elster und World United Amateur Powerlifting präsentieren die Weltmeisterschaft im Bankdrücken und im Kraftdreikampf vom 26. bis 29. September in der Elsterlandhalle. Täglich ab 10 Uhr. Eintritt frei. Durch kontinuierliche Trainingsleistung konnten auch gezielte Wettkämpfe bestritten werden. Das heißt also über deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Habe auch einige Titel dort errungen. Dreimal Weltmeister, fünffacher Europameister. Und demzufolge will man auch mal solche Sportart, weil es ja mehr oder weniger doch eine Randsportart ist, die den Leuten nicht so bekannt ist, mal in einheimische Gefilde ranholen. Und wir hatten den Erfolg 2008 gehabt, als wir die deutschen Meisterschaften austragen durften hier in Herzberg. Mit Unterstützung des Bürgermeisters, mit großer Unterstützung des Bürgermeisters hier in der Elsterlandhalle. Dann 2009 des WUAP-Verbandes die Europameisterschaft herholen konnten. Und wir uns die Zielstellung setzten, noch einen draufzusetzen, das heißt also eine Weltmeisterschaft. Und demzufolge bin ich auch dankbar dem Rathaus und im Speziellen den Herrn Oecknick, der uns da in der Vorbereitung unterstützte und wir dann im vergangenen Jahr einen Zuschlag in St. Avold erhielten. Die Stadt Herzberg Elster und World United Amateur Powerlifting präsentieren die Weltmeisterschaft im Bankdrücken und im Kraftdreikampf vom 26. bis 29. September in der Elsterlandhalle. Täglich ab 10 Uhr. Eintritt frei. Von heute auf morgen mal kurz mal Europameister werden. Das kann man sich abschminken. Wie gesagt, man muss eine entsprechende Einstellung mitbringen. Das heißt also kontinuierliches Training, auch mal an den inneren Schweinehund gehen. Selbstverständlich gibt es bei uns in unserem Verband auch Dopingkontrollen. Das heißt, dass 10% unserer Teilnehmer getestet werden. Und alle Weltrekorde, die aufgestellt werden, auch Urinproben abgegeben werden müssen. Ich wäre glücklich, wenn die Athleten kommen, ein gigantisches Flair vorfinden hier in der Elsterlandhalle. Viele Besucher den Weg in die Elsterlandhalle finden und die Athleten glücklich sind, dann mit Titeln nach Hause zu fahren und natürlich großes Dankeschön dann sagen, okay Frank, Bürgermeister, es war Major, es war eine super Veranstaltung hier, wir würden gerne wiederkommen. Was mich persönlich betrifft, ist noch leider in Frage gestellt, weil ich mich beim Abschlusstraining verletzt habe und ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich starten werde, weil wie gesagt, mit unserem Sport verdient man kein Geld, da muss man auf die Gesundheit achten, sodass man auch dann nächsten Tag wieder arbeiten gehen kann. Es wäre natürlich schade, dann hier vor heimischer Kulisse nicht starten zu können, wie ich wünsche und hoffe und mal sehen, was wird bis zum kommenden Freitag, wenn ich dann selber persönlich dran bin. Die Stadt Herzberg Elster und World United Amateur Powerlifting präsentieren die Weltmeisterschaft im Bankdrücken und im Kraftdreikampf vom 26. bis 29. September in der Elsterlandhalle. Täglich ab 10 Uhr. Eintritt frei.